This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 17. August 2018, Freitagnachmittag, habe ich gedacht, fange ich nochmal an, nochmal, ich lese das Buch hier in Abschnitten, das fünfte Kapitel jetzt zu lesen aus dem Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, wo wir anfangen mit dem Untertitel Die Verfolgung. Ja, ist schon eine ganze Weile her, dass ich das noch gelesen habe, aber wer meinen Kanal sich die letzten Monate angeschaut hat, der weiß, womit ich mich beschäftigt habe. Ich habe ganz sicher nicht stillgestanden und jetzt bekomme ich auch noch die Gelegenheit, das Buch Romanism and the Reformation, auf Deutsch Romanismus und die Reformation, von Henry Gretton Guinness auf Deutsch zu lesen, weil sich ein Bruder in Deutschland gefunden hat, der das Buch übersetzt. So mal. Ganz einfach. Gratis. Vom Heiligen Geist geleitet, ohne irgendwelchen anderen Ansporn. Also das finde ich sowas von toll. Und das Buch wird dann natürlich meine absolute Priorität bekommen. Und natürlich geht das ein bisschen gegen, weil ich habe ja hier von Henry Charles Lear bis jetzt nur das Einleitungsvideo hochgeladen und andere 20 andere Teile, das hier ist jetzt Teil 21, habe ich immer noch stehen. Um sie hochzuladen, da muss ich ja mal langsam mit anfangen, aber durch das Buch Hinter den Diktatoren, was dazwischen kam und jetzt noch Henry Gretton Guinness, das ist das Buch der Bücher, sage ich mal, neben der Bibel, was ich lesen muss, weiß ich gar nicht, wann ich die Zeit habe, diese Videos hier hochzuladen. Ich hoffe, ich tue damit Henry Charles Lear kein Unrecht und diesen Lesungen kein Unrecht, weil sie sind wichtig. Die Inquisition ist wichtig. Die Inquisition wird auch in Romanismus und die Reformation besprochen von Henry Gretton Guinness, aber natürlich auf gar keinen Fall in einer Tiefe, wie wir das hier haben. Und wir werden uns jetzt halt mit dem fünften Kapitel beschäftigen, wo es heißt, die Verfolgung. Na, wir hatten ja vorher bereits gelernt, wie dort im Süden von Frankreich mehr oder weniger
die Kreuzzüge angefangen wurden gegen die Katharer, gegen die Albigenser, was die Häresie war. Wir haben die Kirche als erstes Kapitel besprochen und von daher jetzt im fünften Kapitel gehen wir echt in die Verfolgung rein und wir fangen da an. Und bevor ich jetzt irgendwelche anfange, ich sehe, dass hier ein paar Bibelzitate sind, da muss ich euch sagen, die Bibelzitate, die wir hier gebrauchen, die sind natürlich aus der Schlachter 2000. Ja? Die werde ich da mit einarbeiten, soweit das mir nötig erscheint, die damit einzuarbeiten. Also, fangen wir mal an. Und für diejenigen, die mitlesen wollen, in ihrer eigenen Kopie, Seite 234 in dem Buch. Und ich lasse ja auch ein kleines Video laufen in diesem Video mit den Lesungen, die Seiten aus dem PDF, das man ja gratis im Internet bekommen kann. Die Kirche war nicht immer eine Organisation gewesen, welche ihre höchste Pflicht darin sah, andere Meinungen um jeden Preis mit Gewalt zu unterdrücken. In der Einfachheit der apostolischen Zeit wurden ihre Mitglieder durch das Band der Liebe zusammengehalten. Und der Geist, in welchem die Kirchenzucht geübt wurde, kam in der Ermahnung des biblischen Paulus an die Galater im Kapitel 6, Verse 1 und 2 zum Ausdruck. Und bevor ich das jetzt zitiere aus der Schlachter oder erstmal so vorlese, wie es im Buch steht, muss ich dazu sagen, dass ich natürlich mit diesem Text nicht so ganz einverstanden bin, weil sonst geht man ja davon aus, dass die wahre, reine, christliche, apostolische Kirche, die wirklich aus den Aposteln hervorgegangen ist, in irgendeiner Form noch mit der römisch-katholischen Kirche zusammenhängt. Die haben sich bereits zum Ende des ersten und sicher zum Anfang des zweiten Jahrhunderts voneinander getrennt. Die Kirche, die später in 321 von Konstantin vom Römischen Reich vereinnahmt wurde, das war nicht mehr die wahre Kirche. Da sprachen wir schon von solchen sogenannten Kirchenvätern, die davor gelebt hatten. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, das spielt auch keine Rolle, könnt ihr eure eigene Untersuchung machen. Und das ist alles im biblischen Sinne total unbiblisch, also nicht richtig. Und von daher muss man hier eben mal sagen, wenn der Autor hier sagt, in der Einfachheit der apostolischen Zeit wurden ihre Mitglieder, also diese Kirchenmitglieder, durch das Band der Liebe zusammengehalten. Das stimmt. Und der Geist, in welchem die Kirchenzucht geübt wurde, kam in der Ermahnung des heiligen Paulus an die Galater zum Ausdruck. Das stimmt. Aber der erste Satz, die Kirche war nicht immer eine Organisation gewesen, welche ihre höchste Pflicht darin sah, andere Meinungen um jeden Preis mit Gewalt zu unterdrücken, da sprechen wir von der römisch-katholischen Kirche. Und die war so von Anfang an aufgerichtet durch Simon den Magier. Ja, wieder ein anderes Thema. Gut, aber im Buch lesen wir hier über Galater 6,1, 2, Zitat: Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt wurde, so helfet ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, dass ihr geistlich seid. Und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und in der Schlachter heißt es: Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also ziemlich dasselbe. Christus hatte seinen Jüngern geboten, ihren Brüdern 70-mal, 7-mal zu vergeben. Und seine Lehren waren damals noch zu neu, als dass sie begraben werden konnten unter einer Masse von Vorschriften und Lehren, in denen der Buchstabe, welcher tötet, also das Gesetz, den Geist, welcher lebendig macht, unterdrückte. Ja, auch hier kann ich nicht anders, als eben einen deutlichen Kommentar zu geben. Warum sagt Jesus denn, wie der Autor hier sagt, warum gebietet Jesus seinen Jüngern, ihren Brüdern 70-mal, 7-mal zu vergeben? Natürlich, Menschen, die sich meinen Kanal schon länger anhören und anschauen, die werden auf einmal sagen, ach, ist er da jetzt schon wieder mit seiner Daniel 70. Woche. Aber genau das ist der Punkt. Als Jesus Christus im Neuen Testament darauf hingewiesen hat, dass man seinen Brüdern nicht, oder wie oft man seinen Brüdern vergeben soll, auf die Frage antwortete,
nicht siebenmal, wie gestellt von dem Apostel, sondern siebenmal, siebzigmal, ja, oder siebzigmal, siebenmal. Das ist ein ganz deutlicher Verweis von Jesus Christus darauf, dass er die Erfüllung der Prophezeiung von Daniel aus Kapitel 9, Verse 4 bis 27 ist. 24 bis 27. Da heißt es doch in Daniel, in Kapitel 9, Verse 4 bis 27, mal eben sehen, dass ich das mal eben aufschlage hier in meiner Schlachterbibel. Daniel habe ich ja hier vor mir liegen und Verse 4 bis 27, da steht doch ganz deutlich in Vers 24, über dein Volk und deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So, 70 Wochen sind 70 mal Siebente, ja? Also 70 mal, 7 mal muss ich meinem Bruder vergeben. 70 Wochen sind bestimmt über das Volk, dein Volk, wie hier gesagt wird, Daniels Volk, die Juden, die in babylonischer Gefangenschaft sind, und über deine heilige Stadt Jerusalem, die im Augenblick brach daliegt und wieder bevölkert und aufgebaut werden wird. Das ist der Anfang, wo wir die 490 Jahre anfangen zu zählen. Und das wird dazu bestimmt, also das Volk und die Stadt, um der Übertretung ein Ende zu machen. Was ist das denn, wenn einer mich fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Dann hat er doch gegen mich gesündigt, dann hat er doch eine Übertretung begangen. Und genau diese Übertretung muss abgetan werden. Und die wird abgetan werden bis zu dem Zeitpunkt, da Jesus kommt. Solange muss ich meinem Bruder vergeben, dann vergibt Jesus ihm. Ja? Der für alle unsere Sünden, eines jeden Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, für all die Sünden gestorben ist am Kreuz. Er kommt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen, weil er bezahlt für die Missetat und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, weil durch ihn sind wir ewig gerecht gemacht. Um Gesicht, also Vision und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Jesus Christus ist Christus, heißt der Gesalbte, ja? The Anointed One, wie man im Englischen auch so schön sagt. Und ich kann einfach nicht darüber hinweg, wenn ich das in einem Buch lese, wie hier, um dann auf diesen Text nochmal einzugehen, weil er ist so wichtig. In diesem Daniel-Text, in der 70. Woche, wird nur gesprochen davon, dass Jesus Christus die Erfüllung der 70. Jahrwoche ist, wobei in der falschen Lehre, die wir überall in der Welt gegenkommen, sie diese 70. Jahrwoche abtrennen von den 69 Wochen, die davor waren, ein 2000 Jahre oder länger dauerndes Loch erfinden und dann sagen, das hat alles mit dem Kommen des Antichristen zu tun. Das liegt daran, weil die römisch-katholische Kirche, die antichristliche Kirche ist, eine andere Lehre vertritt als die Bibel, nämlich genau das Gegenübergestellte. Und die Bibel kündigt hier erst Jesus Christus an. Und Jesus Christus und vor allen Dingen die Apostel, die danach in die Welt ausziehen und das Evangelium in alle Welt verbreiten, warnen dann vor dem Kommen des Antichristen. In der römisch-katholischen Kirche ist die Lehre genau anders. Erst wird der Antichrist entdeckt werden und dann kommt Jesus Christus, zwischen Anführungszeichen, wieder. Sie leugnen ja seine erste Kunft. Und damit haben sie die Möglichkeit, die 70. Jahrwoche von Daniel noch einmal zu spielen, zu ihren Konditionen und die ganze Welt zu betrügen. Darum sagt Jesus und darum sagen die Apostel, passt auf, dass kein Mensch euch betrügt. Ja? Hängt alles damit zusammen. Und die 7-mal, 70-mal, das ist eben daher, weil Jesus Christus damit deutlich macht, dass er die Erfüllung dieser 70 Jahrwochen Prophezeiung von Daniel ist. Da musste ich jetzt eben nochmal drauf eingehen. Und das macht mir überhaupt nichts aus, das zwei Verse weiter vielleicht nochmal zu machen oder zwei Absätze weiter. Ich mache das so oft es nötig ist. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Das Papsttum ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Und niemand anders. Und Daniels 70. Jahrwoche ist komplett durch Jesus Christus damals erfüllt. Durch ihn. Und wird nicht wieder erfüllt in unserer heutigen Zeit.
Aber fahren wir fort. Die großen ursprünglichen Grundsätze des Christentums reichten für den Eifer der Gläubigen noch aus. Eine dogmatische Theologie mit ihren endlosen Verwicklungen und ihren metaphysischen Spitzfindigkeiten gab es noch nicht. Sogar ihr Wortschatz musste noch geschaffen und ihre zahllosen Glaubensartikel mussten noch aus den zufälligen Äußerungen biblischer Schriftsteller über ganz andere Gegenstände und durch die buchstäbliche Auslegung der bildlichen, poetischen Schreibweise der Heiligen Schrift herausentwickelt werden. Es tut unaussprechlich wohl, von den erhitzten Zänkereien über Fragen, die der Durchschnittsverstand kaum würdigen kann, zu dem Tadel überzugehen, den der heilige Paulus an die Epheser richtet, weil sie Acht hätten auf die Fabeln und der Geschlechterregister, die kein Ende haben und Fragen aufbringen, mehr denn Besserung zu Gott im Glauben. Tja, das ist ein ganz wichtiger Satz, der hier angeholt wird, und da möchte ich auch noch mal kurz eben einen Kommentar drüber abgeben. Ja? Paulus sagt an die Epheser, dass sie mehr Acht hätten auf die Geschlechterregister. Und da gibt es doch so viele Menschen, die sich da Arbeit machen und irgendwelche Videos produzieren, um zu sagen, die wahren Juden sind die Deutschen, die wahren Juden sind die Engländer, die wahren Juden sind die Afrikaner, also die sind in Afrika, sind die Schwarzen und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, diese ganze genealogische Geschichte, ja, diese ganze Geschichte der Familiennachfolge, der Blutliniennachfolge. Ja? Paulus sagt es ganz deutlich in der Bibel bereits, dass man nicht Acht geben muss auf die Fabeln und der Geschlechterregister, weil die haben kein Ende und die bringen mehr Fragen auf, als dass sie Besserung zu Gott im Glauben geben. Und ich möchte lieber den Worten des Apostels Paulus hier folgen, der Jesus Christus predigt, anstatt einem Menschen, der mir versucht zu erzählen, welches Volk heute in 2018 irgendwo auf der Welt vielleicht die wirklichen, die wahren, zwischen Anführungsstrichen, Juden sind, oder die wahren Benjaminer sind, oder die wahren Leviten sind, oder die wahren vom Manasseh sind, oder die wahren Danaiten sind, oder welchen Stamm auch immer wir von den 12 Stämmen Israels nehmen. Ja? Total unwichtig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, und das gibt lediglich Gelegenheit, um Gott in den Hintergrund anstatt in den Vordergrund zu stellen, genau wie Paulus es eben sagt. Er fährt fort und sagt, denn die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe von reinem Herzen und von gutem Gewissen und vom ungefärbtem Glauben. Und das ist ein Zitat aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 4 und 5. Dann schauen wir uns das doch mal eben in der Schlachterbibel an. Da lesen wir in der Schlachterbibel, also 1. Timotheus, Kapitel 1, Verse 4 und 5. Und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ende Zitat aus der Schlachterbibel. Diejenigen, welche diesem eitlen Gezank frönten, bezeichnet er als Menschen, Zitat, die der Schrift Meister sein wollen und nicht verstehen, was sie sagen, noch was sie setzen. Lesen wir auch im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. So sagt die Schlachter. Und seinem auserwählten Jünger befiehlt er, und das ist ja Johannes, aber der törichten und unnützen Fragen entschlage dich, denn du weißt, dass sie nur Zank gebären. Das ist im 2. Timotheus und dort im 2. Kapitel, Vers 23, da sagt die Schlacht dazu, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Die ebionitische Richtung der Kirche in der Kirche stimmte mit der paulinischen in dieser Einfachheit der Lehre überein. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Das ist im Jakobus Kapitel 1, Vers 27.
lesen wir das mal eben in der Schlachterbibel. Da steht, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Doch schon damals war die Saat ausgestreut, welche eine so reiche Ernte an Unrecht und Elend tragen sollte. Der heilige Paulus will von keiner Abweichung von der Strenge seiner Lehren hören. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde ein Evangelium predigen, anders dann das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Galater Kapitel 1, Vers 8. Schauen wir eben mal in die Schlachterbibel. Galater Kapitel 1, Vers 8. Da steht es geschrieben. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Ja? Das ist die Schlachterversion. Und er rühmt sich, Hymenäus und Alexander dem Satan zu übergeben, dass sie lernen mögen, nicht mehr zu lästern, im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 20. Wie dieser Geist der Unduldsamkeit mit der Zeit zunahm, können wir ersehen aus den apokalyptischen Drohungen, mit denen die Abtrünnigen und Ketzer der sieben Kirchen angegriffen werden. Dafür müssen wir in die Offenbarung des Johannes gehen, Kapitel 2 und 3. Die werde ich jetzt natürlich nicht vollständig lesen, aber das ist sicher ein für euch interessantes Studium, sich mal den Anfang der Offenbarung durchzulesen, wo allein schon das erste Kapitel der Offenbarung wunderbar anfängt, Offenbarung Jesu Christi. Ja, es ist Jesus seine Offenbarung zu Johannes in dem Zeitpunkt, in dem Moment, aber dadurch, dass er es aufgeschrieben hat, seine Offenbarung zu uns, indem er sich uns noch einmal offenbart. Und in Kapitel 2 und 3 wird mit den frühen Kirchen abgerechnet. Und zwar den frühen Kirchen der ersten Jahrhunderte, meine lieben Brüder und Schwestern. Die damals schon alle in Fehler gefallen sind. Die wahre Kirche musste immer irgendwo in den Untergrund eintreten. Damals wie auch heute. Ja? Und die römisch-katholische Kirche war aus einer dieser abgefallenen vorgegangen. Eben aus der römischen. Das ist ja nicht zu bezweifeln. Nun, der Autor fährt fort und sagt, der Prozess ging mit beschleunigter Geschwindigkeit weiter. Die Theologie konnte sich nicht ausbilden, ohne eine von dem Evangelium ungelöst gebliebene Reihe von Fragen aufzuwerfen. Ernste Disputanten traten auf, welche in der Hitze des Wortstreits den strittigen Punkten eine übertriebene Bedeutung beilegten. Allmählich erhielten dieselben eine solche Wichtigkeit, dass sie zu den Lebensfragen des Christentums wurden und die Menschen verfochten mit der eifrigsten Überzeugung den Glauben, dass ihre Gegner keine Christen wären, weil sie in einem unwichtigen Bruchteile der Kirchenordnung oder der Kirchenzucht oder in einem unendlich kleinen Punkte des Dogmas von ihnen abwichen, den nur der in der Dialektik der Schule dressierte Geist begreifen konnte. Als Quintilla lehrte, dass das Wasser nicht nötig sei bei der Taufe, ruft ihr Tertullian zu, dass es zwischen ihnen nichts Gemeinsames gebe, nicht einmal denselben Gott oder denselben Christus. Die donatistische Ketzerei mit ihren beklagenswerten Folgen wurde hervorgerufen durch den Streit über die Wählbarkeit eines einzelnen Bischofs. Nun, über die Donatisten will ich jetzt gar nicht allzu viel eingehen, das könnt ihr euch selber auf Wikipedia gerne raussuchen. Donatismus ist im Grunde eine Abspaltung der Kirche von Karthago, nämlich von Donatus von Karthago, der im 4. Jahrhundert eine Abspaltung von der römischen Kirche bewirkt hat. Und da muss man sich ja auch nicht mehr fragen, warum die Vandalen, wovon Karthago die Hauptstadt war, von der römisch-katholischen Kirche im 6. Jahrhundert vernichtet wurden. Wir wissen ja, dass um das kleine Horn, das Papsttum, wachsen zu lassen, werden am Anfang drei Hörner an ihrer Wurzel herausgerissen und vernichtet, dass nichts mehr von ihnen übrig ist. Das sind drei Völker. Das waren die Vandalen, das waren die Ostrogoten und das waren die Jetzt komme ich wieder nicht mal drauf. Ich muss es eben mal nachschauen. Entschuldige bitte.
Also, ich habe mir das nochmal eben rausgesucht hier. Es sind die Ostrogoten, die Vandalen und die Heruli. Das waren die drei. Und die Vandalen, ja, die haben in Nordafrika gelebt und die Hauptstadt von denen war Karthago. Und da ist eben der Donatismus damals entstanden. Und das war der römisch-katholischen Kirche ein so großes Dorn im Auge, dass sie die Vandalen mit ihrer Hauptstadt Karthago an der Wurzel ausgerottet haben. Da ist nichts mehr von über. Ja, also gehen wir hier eben auf diese donatistische Ketzerei in diesem Buch eben ein. Diese donatistische Ketzerei, den letzten Satz nochmal eben zu sagen, mit ihren beklagenswerten Folgen, eben dass man ja damals jetzt zur Geschichtsschreibung von Henry Charles Lear bereits wusste, dass das dazu geführt hat, dass das ganze Volk dort ausgerottet wurde, wurde hervorgerufen durch den Streit über die Wählbarkeit eines einzelnen Bischofs, nämlich diesen Donatus. Ne? Als Eutyches in seinem Eifer gegen die Lehren des Nestorius dazu verleitet wurde, in gewissem Grade die Doppelnatur Christi zu vermengen, in dem Glauben, dass er nur die Lehren seines Freundes, des heiligen Cyrillus, verteidigte, sah er sich plötzlich einer ebenso verdammenswerten Ketzerei, wie der Nestorianismus es war, überführt. Dagegen zeigt seine Verteidigung gegen die von Eusebius von Dorylaeum geübte Rhetorik, dass er nicht imstande war, den feinen Unterschied zwischen Substantia und Subsistentia zu begreifen. Ein verhängnisvoller Mangel, welcher Tausenden zum Verderben gereichte. Was ist denn Substantia und Subsistentia? Das müssen wir uns dann eben mal anschauen. Aber da rate ich jedem zu seinen eigenen Studien an, weil ich habe keine Lust, hier in eine tiefe philosophische Studie verwickelt zu werden, wie Thomas von Aquin auf der einen Seite, Immanuel Kant auf der anderen Seite und ähnliche Personen diese Ausdrücke miteinander vergleichen und erklären, was Substantia und Subsistentia ist. Subsistentia zum Beispiel im Deutschen heute, spricht man eigentlich von Subsistenz. Ja? Das Wort Subsistenz könnt ihr euch dann gerne im Internet mal selber raussuchen und könnt das selber studieren. Das ist nicht die Aufgabe dieser Buchlesung und damit beschäftige ich mich jetzt auch nicht, weil sonst kommt man vom Hundertstel ins Tausendstel und sieht vor lauter kleinen Details das große Bild nicht mehr. Ja? Und das möchte ich nicht machen. Also, lesen wir eben nochmal den Satz, dass wir ihn bitte schön richtig verstehen und die Begriffe Substantia und Subsistentia könnt ihr euch bitte philosophisch selbst raussuchen, wenn ihr das mehr verstehen wollt. Dagegen, sagt der Autor, zeigt seine Verteidigung gegen die von Eusebius von Dorylaeum geübte Rhetorik, dass er nicht imstande war, den feinen Unterschied zwischen Substantia und Subsistentia zu begreifen. Ein verhängnisvoller Mangel, welcher Tausenden zum Verderben gereichte. Ja, es gereicht oftmals Tausenden oder sogar Millionen zum Verderben, eine in der geübten Rhetorik nicht so gebildet zu sein, in der Sophistik und in der Kasuistik, die von den Jesuiten zum Beispiel geführt wird. Genau dasselbe, deswegen begebe ich mich da jetzt auch nicht rein. So entstanden während der ersten 6 Jahrhunderte, wo die Menschen die unendlichen Probleme des diesseitigen und jenseitigen Daseins zu ergründen suchten, fortwährend neue Fragen, die mit erbarmungsloser Heftigkeit umstritten wurden. Diejenigen, welche in der Kirche gebietende Stellungen innehatten und ihre Meinungen durchsetzen konnten, waren notwendigerweise orthodox. Die, welche schwächer waren, wurden heterodox. Und der Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ketzern wurde von Jahr zu Jahr deutlicher. Aber es war nicht nur das Odium Theologicum, nicht nur der Stolz auf die eigene Meinung und der Eifer für die Reinheit des Glaubens, die solche unschönen Leidenschaften entflammten. Reichtum und Macht haben Reize auch für den Bischof und Priester. Und in dem Maße, wie die Kirche im Laufe der Jahrhunderte wuchs, wurde der Reichtum und die Macht abhängig von dem Gehorsam der Herde. Ein kühner Disputant, der die dogmatische Korrektheit seines kirchlichen Vorgesetzten in Frage zog, war ein Aufrührer der schlimmsten Art. Und wenn es ihm gelang, Anhänger an sich zu ziehen, so wurden diese der Kern einer Empörung, welche zur Revolution zu werden drohte.
Jeder gute oder schlechte Beweggrund aber beschleunigte die Unterdrückung eines solchen Aufstandes um jeden Preis und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Wenn die Sektierer zahlreich genug wurden, um eine eigene Gemeinschaft zu bilden, so nutzte es nichts, sie aus der Gemeinschaft der Kirche zu auszustoßen, also Exkommunikation, wie man das später nannte, hilft hier nicht. Denn die schärfsten kirchlichen Zensuren prallten unversehrt an den Panzer ihres gewissenhaften Glaubens ab. Genau so, deswegen hat es Martin Luther auch nicht gestört, als er vom Papst exkommuniziert wurde, und deswegen wird es mich genauso wenig stören. Im Gegenteil, ich bin da froh drum, wenn er das macht. Es würde für mich eine Ehre sein, exkommuniziert zu werden. Ja? Das prallt an meinem Panzer des gewissenhaften Glaubens an die Bibel und die Bibel alleine absolut ab. Das führte natürlich dann wiederum zu einem Hass gegen die Sektierer, der größer war als der gegen den schlimmsten Verbrecher. Es kommt nicht darauf an, wie nichtig die ursprüngliche Ursache des Schismas gewesen sein mag oder wie rein und eifrig der Glaube der Schismatiker sein mochte. Dass sie sich der Autorität nicht hatten beugen wollen und so das ungenähte Gewand Christi zu teilen gesucht hatten, wurde ein Vergehen im Vergleich zu dem alle anderen Sünden zur Bedeutungslosigkeit herabsanken und dass alle Tugenden und alle Frömmigkeit, die die Menschen besitzen konnten, aufhob. Selbst Augustin konnte in dem begeisterten Eifer, mit dem die Donatisten das Martyrium ertrugen und sogar suchten, nichts finden, was sein Herz erweichte. Hätten sie Christum in ihrem Herzen getragen, so würde ihre Selbstverleugnung Lohn verdient haben. Nun aber handelten sie nur unter den Eingebungen Satans, wie die Schweine, welche der unreine Geist in das Meer trieb. Selbst ein Martyrium um Christi willen konnte den Ketzer oder Schismatiker nicht davor retten, mit Satan und seinen Engeln das ewige Feuer zu teilen. Das fand ich einen sehr wichtigen kleinen Absatz, auf den ich nochmal eben kurz eingehen möchte. Selbst Augustin, sagt der Autor ja hier, einer der sogenannten Kirchenväter, ja, konnte in dem begeisterten Eifer, mit dem die Donatisten und später, meine lieben Brüder und Schwestern, andere von der Kirche bestimmte Heretiker ebenso, das Martyrium ertrugen und sogar suchten, nichts finden, was sein Herz erweichte. Könnt ihr euch vorstellen, dass man dieses Martyrium sogar sucht? Dass ein bibelgläubiger, Jesus folgender Christ glücklicher nicht sein kann, als wenn er sein Leben für seinen Herrn lassen kann? Wenn man singend zum Schafott geht? Oder wenn man singend zum Galgen geht? Oder wenn man singend zum Erschießungskommando geht? Oder singend was weiß ich wohin geht, wo man ermordet wird, weil man weiß, man stirbt für den einzigen Gerechten, der jemals diese Erde bewandelt hat, Jesus Christus? Hätten sie Christum in ihrem Herzen getragen, und hier spricht er jetzt natürlich über diejenigen, die sie verfolgen, hätten sie Christum in ihrem Herzen getragen, so würde ihre Selbstverleugnung Lohn verdient haben. Nun aber handelten sie nur unter den Eingebungen Satans, wie die Schweine, welche der unreine Geist in das Meer trieb, in einem der Epistel oder der Evangelien von Jesus Christus. Selbst ein Martyrium um Christi willen konnte den Ketzer oder Schismatiker nicht davor retten, mit Satan und seinen Engeln das ewige Feuer zu teilen. So schreibt es Augustin. Wir, bibelgläubige Christen, wissen besser. Doch der Geist der Verfolgung widerstrebte dem Geiste Christi so zu sehr, als dass er ohne Kampf hätte herrschend werden können, was man in den Schritten der ersten Kirchenväter deutlich verfolgen kann. Tertullian verteidigt warm die Freiheit des Gewissens. Es ist irreligiös, Religion zu erzwingen. Kein Mensch wünscht unfreiwillig verehrt zu werden, und darum muss man von Gott noch weit eher annehmen, er wünsche nur die Verehrung, die von Herzen kommt. Als freilich einstmals durch die Disputation mit den Gnostikern die Kampfeslust dieses Mannes erregt war,
Da war es für ihn nicht schwer, im Deuteronium und in den Numeri zahlreiche Belege für den Grundsatz zu finden, dass der Eigensinn nicht durch Überredung, sondern mit Gewalt besiegt werden müsse. Cyprian sagt, dass wir uns bemühen müssen, Weizen zu werden, und dass wir das Unkraut Gott überlassen sollen, und er bezeichnet den Geist, der die Arbeit Gottes übernimmt, das Unkraut abzusondern und auszurotten, als eine sakrilegische Anmaßung. Dennoch trägt derselbe Cyprian kein Bedenken, alle die, welche von ihm abwichen, aus der Kirche auszustoßen und sie der Verdammnis preiszugeben, was damals noch die alleinige mögliche Form der Verfolgung war. Es war natürlich, dass eine verfolgte Kirche für die Duldsamkeit eintrat, wenn darum selbst schon in dieser frühen Zeit die Unduldsamkeit hier und da aufblitzte. So war dies ein ernster Hinweis darauf, was man von der Kirche zu gewärtigen, also zu erwarten hatte, sobald sie die äußere Macht besitzen würde. Lactantius war der letzte der Väter der verfolgten Kirche. Er konnte noch voll Mitleid erklären, dass der Glaube nicht mit Gewalt erzwungen werden dürfe und dass Blutbad und Frömmigkeit in keinem Sinne etwas miteinander gemein hätten. Er hebt rühmend hervor, dass niemand zum Bleiben in der Kirche gezwungen werde, weil der, dem es an Frömmigkeit mangele, wertlos sei für Gott. Dem stimme ich vorbehaltlos zu. Der Sieg der Unduldsamkeit ergab sich von selbst, als das Christentum Staatsreligion geworden war. Indessen zeigt die Langsamkeit ihres Fortschritts, wie schwer es war, den Gegensatz zwischen dem Geist der Verfolgung und dem des Evangeliums zu überwinden. Kaum war auf dem Konzil von Nicäa die Rechtgläubigkeit festgestellt worden, das war 325 nach Christus, als Konstantin die Staatsmacht aufbot, um die Gleichförmigkeit in der Lehre zu erzwingen. Alle ketzerischen und schismatischen Priester wurden der dem Klerus verliehenen Vorrechte und Immunitäten beraubt und zu den Staatslasten herangezogen. Ihre Versammlungsorte wurden zum Besten der Kirche eingezogen und ihre Zusammenkünfte, öffentliche sowohl private, wurden allesamt verboten. Dies unduldsame und unchristliche Vorgehen gegen die Irrlehrer wird in seiner ganzen Widersinnigkeit trefflich beleuchtet durch die Tatsache, dass zu derselben Zeit, wo die Bestimmungen zur Unterdrückung der Ketzerei mit rücksichtsloser Energie durchgesetzt wurden, die heidnischen Tempel und Zeremonien ungestört blieben und im ganzen Reiche Duldung genossen. Natürlich. Man musste ja die ganzen Heiden in das Christentum bekommen. Da heißt es dann, es ist verboten, an christlichen Lehren festzuhalten, aber es wird unterstützt, an heidnischen Lehren festzuhalten, wenn diese durch das Christentum eingekleidet sind. Ja, was für eine Zeit. Dies unduldsame und unchristliche Vorgehen gegen die Irrlehrer wird in seiner ganzen Widersinnigkeit trefflich beleuchtet durch die Tatsache, dass zu derselben Zeit, wo diese Bestimmungen zur Unterdrückung der Ketzerei mit rücksichtsloser Energie durchgesetzt wurden, die heidnischen Tempel, also die wahren Heiden, die wirklichen Ketzer, ja, die heidnischen Tempel und Zeremonien ungestört blieben und im ganzen Reiche Duldung genossen. Doch schreckten die Kirchenlehrer, wenn sie es auch für ihre Pflicht ansehen mochten, der Entwicklung und Ausbreitung von Lehren entgegenzutreten, die nach ihrer Meinung religionsfeindlich waren, einstweilen noch davor zurück, die Unduldsamkeit bis zum Äußersten zu treiben und die Gleichförmigkeit im Glauben mit Blut zu erzwingen, obwohl der Kaiser Julian erklärte, dass er noch keine wilden Tiere gefunden hätte, die so grausam gegen die Menschen wären, wie die meisten Christen gegen ihre christlichen Mitbrüder. Konstantin befahl zwar bei Todesstrafe die Auslieferung aller arianischen Schriften, doch scheinen in Wirklichkeit deswegen keine Hinrichtungen stattgefunden zu haben. Und schließlich gab der Kaiser des endlosen Kampfes müde, dem Athanasius den Befehl, alle Christen ohne Unterschied zur Kirche zuzulassen. Ja. Ihr seht, was das mit einer
mit dem Körper Jesus Christi macht, wenn der dabei gewesen wäre. Ja? Jeden, zwischen Anführungszeichen, Christen ohne Unterschied in der Kirche zuzulassen. Das bedeutet, den Abfall hereinzunehmen. Und zwar en masse. Die Bemühungen des friedliebenden Herrschers waren indessen nicht imstande, die Bitterkeit des immer wilder werdenden Glaubensstreites zu besänftigen. Im Jahr 370 soll Valens 80 orthodoxe Geistliche getötet haben, die sich bei ihm über die Heftigkeit der Arianer beklagt hatten. Doch war das nicht die Vollstreckung eines richterlichen Urteils, sondern es geschah aufgrund eines geheimen Befehls an den Präfekten Modestus, der die betreffenden Geistlichen auf ein Schiff lockte und dieses auf offener See verbrennen ließ. Im Jahre 385 findet sich das erste Beispiel einer richterlichen Todesstrafe gegen Ketzerei, und der Schrecken, den es verursachte, zeigt, dass es überall als eine verabscheuungswürdige Neuerung angesehen wurde. Die dem Spanier Priscillian zugeschriebenen gnostischen und manichäischen Spekulationen sah man mit jenem besonderen Abscheu an, den diese Art von Ketzerei stets hervorrief. Als er aber vom Kaiser Maximus zu Trier unter Anwendung der Folter verhört und mit 600 seiner Anhänger getötet wurde, während andere auf eine wüste Insel jenseits von Britannien verbannt wurden, brach ein heftiger Sturm der Entrüstung los. Von den seine Verfolgung leitenden Bischöfen Itaxios und Idatius wurde der eine aus dem Bistum vertrieben, während der andere abdankte. Der heilige Martin von Tours, der alles getan hatte, was in seiner Macht stand, um diese Grausamkeit zu verhüten, hob die Kirchengemeinschaft mit beiden Bischöfen sowie mit allen denen, die mit ihnen in Kirchengemeinschaft standen, auf. Wenn er zuletzt doch nachgab, so geschah es, um das Leben einiger Menschen zu retten, für die er sich bei Maximus verwandte, sowie um den Kaiser zu verhindern, auch die Priscillianisten Spaniens zu verfolgen, wo sie, wie die späteren Katharer, durch ihre bleiche Gesichtsfarbe entdeckt wurden. Allein trotz des tröstenden Besuches eines Engels, wurde er von Kummer heimgesucht und erfand, dass er für eine Zeit lang die Kraft verloren hatte, Teufel auszutreiben und Kranke zu heilen. Und da muss ich mal eben schauen, ob in der Fußnote hier angegeben etwas Interessantes darüber steht. Und wie das mit solchen Fußnoten meistens ist, ist das natürlich interessant, was da drin steht. Ein klein wenig Extra-Information. Der heilige Martin, steht in der Fußnote, wird sich kaum haben denken können, dass eine Zeit kommen würde, wo ein Papst sich auf die Ermordung des Priscillian als ein auch bei Luther zu befolgendes Beispiel beziehen und trotz der Exkommunikation des Maximus durch den heiligen Ambrosius den blutigen Tyrannen als einen der Veteres ac Pii Imperatores bezeichnen würde. Die Veröffentlichung der Traktate des Priscillian durch G. Scheppes, also einem Autoren, der dieses in 1899 veröffentlicht hat, scheint zu beweisen, dass seine Ketzerei eine von seinen Feinden Itaxios und Idatius erfundene Verleumdung war. Viele Menschen sind damals in der Inquisition gestorben, weil sie verleumdet wurden, fälschlich angeklagt wurden. Ja, das dürfte dann eins der ersten Beispiele sein hier. Und dass seine Hinrichtung somit noch viel verabscheuungswürdiger ist. Aber auch Priscillian selbst zeigt, zu welch unversöhnlicher Bitterkeit die damaligen theologischen Streitigkeiten führten. Denn in seiner Verteidigung klagt R. Itaxios der Zauberei und Hexerei an und erklärt, dass derselbe den Tod verdient hätte. Und steht hier noch in Latein, sed etiam gladio persequendus est. Wenn indessen die Kirche einstweilen noch vor Blutvergießen zurückschreckte, so war sie doch mittlerweile schon so weit gekommen, alle anderen Mittel unbedenklich anzuwenden, um die Gleichmäßigkeit im Glauben zu erzwingen. Schon im 5. Jahrhundert lehrt Chrysostomus, dass die Ketzerei unterdrückt, die Ketzer zum Schweigen gebracht und daran gehindert werden müssten, andere in ihre Schlingen zu ziehen,
ihre Versammlungen müssten aufgelöst werden, die Todesstrafe aber sei ungesetzlich. Um dieselbe Zeit bittet der heilige Augustin den Präfekten von Afrika, keine Donatisten zu töten, weil, wenn es geschehe, kein Geistlicher über sie Klage führen könne, da er lieber selbst sterben, als Veranlassung zum Tode anderer geben wolle. Doch billigte Augustin die kaiserlichen Gesetze, welche die Donatisten verbannten und mit Geldstrafen belegten und sie ihrer Kirchen und des Rechts ein Testament zu machen beraubten. Er tröstete die Donatisten mit der Erklärung, Gott wünsche nicht, dass sie in Feindschaft zur katholischen Einheit sterben würden. Jemand vom Bösen ab und zum Guten anzuhalten, meinte er, sei kein Zwang, sondern Nächstenliebe. Und als die unglücklichen Schismatiker verlangten, dass keinem in seinem Glauben Zwang auferlegt werden sollte, räumte er das zwar freimütig als allgemeinen Grundsatz ein, fügte aber hinzu, dass Sünde und Untreue bestraft werden müssten. Ja, ich möchte da nochmal eben eine Kleinigkeit zufügen zu dem gerade eben Gelesenen. Weil ich stimme natürlich hier absolut zu, was der Autor sagt und was der Augustin hier sagt. Er sagt nämlich, hört nochmal gut zu, jemandem vom Bösen ab und zum Guten anzuhalten, sei kein Zwang, sondern Nächstenliebe. Das ist absolut richtig. Und als dann die unglücklichen Schismatiker verlangten, dass keinem in seinem Glauben Zwang auferlegt werden sollte, räumte er das zwar freimütig als allgemeinen Grundsatz ein, fügte aber hinzu, dass Sünde und Untreue bestraft werden müssten. Der Punkt, auf den ich hier hinaus will, ist folgender. Er schreibt hier, Augustin billigte die kaiserlichen Gesetze, welche die Donatisten verbannten und mit Geldstrafen belegten und sie ihrer Kirchen und des Rechts ein Testament zu machen beraubten. Er tröstete die Donatisten mit der Erklärung, Gott wünsche nicht, dass sie in Feindschaft zur katholischen Einheit stürmen. Da ist das Problem. Da ist das Problem von Augustin. Gott wünsche nicht, dass sie in Feindschaft zur katholischen Einheit stürben. Die katholische Einheit ist nicht die Einheit in Wahrheit, die Gott nachstrebt. Das ist die falsche Lehre. Jemandem vom Bösen ab und zum Guten anzuhalten, meint, er sei kein Zwang, sondern Nächstenliebe. Ja, aber wer bestimmt denn bitte, was böse ist und was gut ist? Wenn der Bischof von Rom, den Papst gab es damals ja noch nicht, wenn der Bischof von Rom bestimmt, was gut und böse ist, dann ist das eine Sache. Wenn Gott es bestimmt, ist es eine andere Sache. Und ich richte mich nach der Einteilung, was gut und böse ist, an meinen Schöpfer Gott und nicht an irgendeinen Menschen im Vatikan, der sich da hinsetzt und meint, sagen zu müssen, er habe zu bestimmen, was gut und böse ist. Jemanden vom Bösen ab und zum Guten anzuhalten, sei kein Zwang, sondern Nächstenliebe. Absolut. Aber man muss sich auch darüber einig sein, wer denn die Regeln bestimmt, was gut und böse ist. Und wenn wir die Regeln bestimmen lassen von einem fehlbaren Menschen an der Spitze der römisch-katholischen Kirche, dann haben wir es nicht mit demselben Gut und Böse zu tun, das Gott verurteilt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt in solchen Buchlesungen. Da muss man sich immer bewusst von sein. Der Augustin mag eine gute Idee gehabt haben. Er mag vertreten haben, dass es verkehrt sei, die Schismatiker zu töten. Deswegen nimmt man ihnen nur das Geld ab und die Möglichkeit, ihre Testamente durchzusetzen und damit also ihre Güter zu vererben an die nächste Generation und so weiter. Jemanden vom Bösen ab und zum Guten anzuhalten, meint Augustin, ist kein Zwang, sondern Nächstenliebe. Da gebe ich ihm absolut recht. Das ist so. Das lehrt die römisch-katholische Kirche heute noch. Das Problem ist nur, sie bestimmt, was gut und böse ist und nicht der Gott der Bibel. Und da liegt eben das große Problem. Da liegt das große Problem. Ja? Schritt für Schritt ging man weiter auf der einmal betretenen Bahn und leicht fanden die Menschen besondere Beweisgründe, um die Ausschreitungen des Glaubenshasses zu rechtfertigen. Als Vigilantius durch seine Bekämpfung der Reliquienverehrung den Zorn des feurigen Hieronymus entflammt hatte, ja, Hieronymus, der Kirchenvater der römisch-katholischen Kirche, war ein absoluter Vertreter des
der Reliquienverehrung, der Götzenbilder. Ja, ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Und als Vigilantius durch seine Bekämpfung der Reliquienverehrung den Zorn des feurigen Hieronymus entflammt hatte, drückte dieser seine Verwunderung darüber aus, dass der Bischof des kühnen Ketzers nicht den Körper desselben vernichtet hätte, um seine Seele zu retten, und bemerkt, dass Frömmigkeit und Eifer für Gott keine Grausamkeit sein könnten. An einer anderen Stelle behauptet er, dass Strenge tatsächlich die beste Barmherzigkeit sei, da zeitliche Bestrafung ewige Verdammnis abwenden könne. Kaum 62 Jahre nach der Ermordung Priscillians und seiner Anhänger, die solches Entsetzen erregt hat, rechtfertigte im Jahr 447, als die Ketzerei wieder aufzuleben schien, Leo der Erste nicht nur jene Tat, sondern erklärte auch, dass, wenn man den Anhängern der so verdammenswerten Ketzerei erlaube, weiterzuleben, dies das Ende des menschlichen und göttlichen Gesetzes bedeuten würde. Ja, das Ende des göttlichen Gesetzes des Papstes oder des Bischofs in Rom und nicht des Gottes der Bibel. Ja. Damit war der letzte Schritt getan und die Kirche endgültig und auf alle Fälle zur Unterdrückung der Ketzerei verpflichtet. Die folgenden Edikte, durch welche von der Zeit Theodosius des Großen an das Verharren in der Ketzerei mit dem Tode bestraft wurde, müssen unbedingt kirchlichem Einfluss zugeschrieben werden. Ein mächtiger Antrieb für diese Entwicklung lag in der Verantwortlichkeit, die der Kirche infolge ihrer Verbindung mit dem Staate zufiel. Als sie infolge ihres Einflusses über die Monarchen von diesen Edikten verlangte, welche die Ketzer zur Verbannung, zur Deportation, zur Arbeit in den Bergwerken und sogar zum Tode verurteilten, fühlte sie, dass Gott eine Gewalt in ihre Hände gegeben hatte, die sie anwenden müsse und nicht vernachlässigen dürfe. Zu derselben Zeit konnte sie aber mit einer natürlichen menschlichen Inkonsequenz erklären, dass sie für die Ausführung der Gesetze nicht verantwortlich gemacht werden könne, weil das hat ja der Staat gemacht, ja? Die Kirche hat verurteilt und der Staat hat die Verurteilung ausgeführt, und dass ihre eigenen Hände nicht mit Blut befleckt seien, weil ich habe ja nichts gemacht. Der Staat hat ja die Exekution durchgeführt, ja? Selbst der Bischof Itaxius war im Falle Priscillians vor dem Amte eines Verfolgers zurückgeschreckt und hatte einen Laien an seiner Stelle vorgeschoben. Ähnliche Kunstgriffe wurden, wie wir sehen, von der Inquisition angewandt. In beiden Fällen ist die Täuschung durchsichtig. In der umfangreichen Sammlung kaiserlicher Edikte, die den Ketzern alle möglichen Fähigkeiten absprachen und sie mit allerlei Strafen belegten, mochten die eifrigsten Geistlichen die Überzeugung finden, dass der Staat die Erhaltung der Reinheit des Glaubens als seine ernste Pflicht ansah. Ich möchte hier nochmal eben kurz drauf eingehen, dass wir das sehr gut verstehen, weil das ist eminent wichtig. Die Kirche verurteilt, aber wäscht ihre Hände in Unschuld, da sie die Staatsgewalt, die Ausführung oder mit der Ausführung des Urteils, da sie das dem Staat überlässt. Also mit anderen Worten, die Kirche sagt, der und der ist ein Ketzer und der muss deswegen sein Leben verlieren, aber die Kirche tötet nicht selber, sondern gibt die Verantwortung in dem Augenblick ab an die weltliche Gewalt. Und die weltliche Gewalt muss die Exekution ausführen. Das ist genau dasselbe, ganz genau dasselbe, wie es damals mit Jesus Christus war. Die Juden, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Rabbis, die sogenannten Lehrer des Judentums haben Jesus Christus verurteilt, aber Rom hat die Exekution ausgeführt. Jesus Christus wurde nicht von den Juden gekreuzigt, sondern von Rom. Das darf man nie vergessen. Die Rolle, die die Juden gespielt haben, war die der Ankläger. Und das ist genau wie die römisch-katholische Kirche das seitdem auch macht. Nachdem Konstantin halt das Christentum, wie gesagt, vereinnahmt hat in 321. Die Kirche verdammt, verurteilt und überlässt es dann dem Staat, diese
Verurteilung durchzuführen. Das war auch eine ganze Zeit in der Inquisition der Fall. Wo das mal ein anderer Fall war, und da solltet ihr euch dann nochmal die Buchlesung vielleicht anschauen, das war von die verborgene Geschichte der Jesuiten, zum Beispiel im Staat Kroatien, in dem NDH-Staat, wie das hieß, also der unabhängige Staat von Kroatien, während des Zweiten Weltkrieges, in der Zeit zwischen 1940 und 1945. Da haben die Kleriker selbst mit eingegriffen und waren selber an der Ermordung der Ketzer beteiligt. Nun, das ist natürlich nicht der erste Fall, aber das ist einer der meist bekannten Fälle. Und gerade eben, weil wir hier darüber gesprochen haben, dass wir ganz deutlich sehen, dass die Kirche da ihre Hände probiert ihre Hände in Unschuld zu waschen und sagt von, ach, das ist ja jetzt der Staat, der die Verurteilung macht. Wir machen nur die Verurteilung, aber ausgeführt wird es durch den Staat. Dadurch probiert die Kirche immer, ihre Hände in Unschuld zu waschen. Und das haben sie durch die ganzen Jahre gemacht. In beiden Fällen, sagt der Autor, ist die Täuschung durchsichtig. Es ist eine Täuschung, ja. In der umfangreichen Sammlung kaiserlicher Edikte, die den Ketzern alle möglichen Fähigkeiten absprachen und sie mit allerlei Strafen belegten, mochten die eifrigsten Geistlichen die Überzeugung finden, dass der Staat die Erhaltung der Reinheit des Glaubens als eine ernste Pflicht ansah. Also der Staat muss der Kirche gehorchen. Und wenn der Staat der Kirche gehorcht, dann führt er die Urteile der Inquisition in diesem Fall aus. Aber sobald der Staat, fährt der Autor fort, oder einer seiner Vertreter in der Durchführung dieser Gesetze Saumseligkeit zeigte, war der Geistliche schnell bei der Hand, sie anzustacheln. So ersuchte die afrikanische Kirche wiederholt, die weltliche Gewalt zur Unterdrückung der Donatisten einzuschreiten. Leo der Große drängte die Kaiserin Pulcheria, sich vor allem die Vernichtung der Eutychianer anlegen sein zu lassen. Und Pelagius der Erste, der Narses drängte, die Ketzerei mit Gewalt zu unterdrücken, suchte die Bedenken des Feldherrn durch die Versicherung zu beschwichtigen, die Verhütung oder Bestrafung des Übels sei keine Verfolgung, sondern Liebe. Dass die Fürsten nicht nur selbst rechtgläubig sein müssten, sondern auch zur Erhaltung der Reinheit des Glaubens durch die volle Anwendung ihrer Macht gegen Ketzer verpflichtet seien, wurde allgemeine Lehre der Kirche. Und der heilige Isidor von Sevilla gab ihr Ausdruck. Welche traurigen Früchte diese mit Eifer vertretenen Lehren zeitigten, zeigt sich in der beklagenswerten Geschichte der Kirche während jener Jahrhunderte. Denn sie bietet nichts anderes als die erbarmungslose Vernichtung einer Ketzerei nach der anderen, bis zuletzt unter dem Patriarchen Michael Oxista das Konzil von Konstantinopel die Strafe der lebendigen Verbrennung für die Borromilen einführte. Die Strafe der lebendigen Verbrennung. Und auch die Ketzer trugen kein Bedenken, bei passender Gelegenheit die Nutzanwendung aus den Lehren zu ziehen, die ihnen so wirksam erteilt worden waren. Die Verfolgung der Katholiken durch die arianischen Vandalen in Afrika unter Genserich war dem Verfahren der Orthodoxie durchaus ebenbürtig, und als Hunneric seinem Vater folgte und sein Vorschlag gegenseitiger Duldung von dem Kaiser Zeno verworfen wurde, loderte sein barbarischer Eifer zu erbarmungslosem Zorne auf. Also wir müssen hier verstehen, die Katharer, oder besser gesagt, die Vandalen, ja, die arianischen Vandalen, über die Vandalen hatte ich ja schon gesprochen, deren Hauptstadt Karthago war, haben nach einer Zeit, ich will es mal sagen, Rache genommen an der römisch-katholischen Kirche. Die Vandalen wurden von der römisch-katholischen Kirche aufgrund ihres Arianismus verfolgt. Ja, Arianismus ist nicht biblisch, aber deswegen noch lange kein Grund, um die Leute zu verfolgen, schon gar nicht körperlich, und haben eine ganze Zeit lang gar nichts getan. Aber dann haben sie irgendwann zurückgeschlagen und haben gesagt, wenn wir so verfolgt werden, dann werden wir jetzt die römisch-katholische Kirche hier bei uns in unserem Land auch verfolgen. Und dadurch kam natürlich ein erbarmungsloser Zorn auf. Ja?
nach dem Motto die römisch-katholische Kirche. Und das ist ja, was sie heute behauptet. Sie ist die Alleinige, die das Recht hat, irgendwelche Leute zu verfolgen. Der Papst ist der Einige, der das Recht hat, der Einzige, der das Recht hat, Menschen zu richten. Er selber kann nicht durch Menschen gerichtet werden. Und das sehen wir hier bereits ganz deutlich aufkommen in diesem Konflikt zwischen den Katholiken und den arianischen Vandalen in Afrika. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Die Verfolgung der Katholiken durch die arianischen Vandalen in Afrika unter Genserich war dem Verfahren der Orthodoxie durchaus ebenbürtig. Und als Hunneric seinem Vater folgte und sein Vorschlag gegenseitiger Duldung vom Kaiser Zeno verworfen wurde, loderte sein barbarischer Eifer zu erbarmungslosem Zorne auf. Auch unter dem westgotischen König Eurich brach in Aquitanien eine hartnäckige Verfolgung der Katholiken aus. Doch gaben im Allgemeinen die arianischen Goten und Burgunden ein der Nachahmung würdiges Beispiel der Duldung. Und bei ihrer Bekehrung zum Katholizismus kam auf beiden Seiten nur wenig Grausamkeit vor. Nur in Spanien brach in der kritischen Zeit um 585 eine vorübergehende Störung aus, die indessen mehr politischer als religiöser Natur war. Spätere katholische Monarchen jedoch erließen Gesetze, die alle Abweichungen von der Orthodoxie mit Verbannung und Konfiskation bestrafen. Das sind aber die einzigen derartigen Beispiele unter den Barbaren, welche Erwähnung verdienen. Die katholischen Merowinger in Frankreich scheinen ihre zahlreichen arianischen Untertanen in Burgund und Aquitanien nie gestört zu haben. Diese letzteren wurden allmählich und offenbar auf friedlichem Wege bekehrt. Darüber, über die abendländische Kirche und wie es dann weitergeht, werden wir im 22. Teil der Buchlesung von Henry Charles Lear über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter weiterlesen, wo wir über den Ursprung und die Organisation der Inquisition lesen. Wir haben heute doch ein paar schöne Seiten geschafft, von 234 auf 243, und werden hier nächstes Mal oben auf dem mit dem zweiten Absatz auf Seite 243 fortfahren. Die Verfolgung ist kein kurzes Kapitel, das kann ich euch versichern. Denn wenn man vorne in der Inhaltsangabe des Buches schaut, so sehen wir, dass wir bis zum sechsten Kapitel lesen, bis zur Seite 271. Also es sind knapp 40 Seiten, wo wir uns mit der Verfolgung beschäftigen. Und wir hatten heute gesehen, die Zunahme der Unduldsamkeit in der Urkirche, Beginn der Verfolgung unter Konstantin, weil das war ja der Beginn der römisch-katholischen Kirche, die Kirche erkennt die Todesstrafe für Ketzerei an und die Verpflichtung des weltlichen Herrschers, die Ketzerei zu unterdrücken. Ja, das waren die hauptsächlichen Themen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben. Und dieser letzte Punkt, die Verpflichtung des weltlichen Herrschers, die Ketzerei zu unterdrücken, ist ein Punkt, auf dem die römisch-katholische Kirche bis heute herumreitet. Und wie wir lesen werden, oder wie man nachlesen kann, in Romanismus und die Reformation, in einer der ersten Lesungen, die ich da machen werde, können wir das nachlesen, weil da geht es um die Bulle Unam Sanctam vom Antichrist Papst Bonifaz VIII. Von 1302. Die Bulle Unam Sanctam kann man sich aus dem Internet runterladen, kann man nachlesen, und da steht es noch einmal schriftlich verankert, was wir hier im 6. Jahrhundert bereits lernen, dass, wie es so schön heißt, wie ich gerade eben vorgelesen habe, der Staat oder der weltliche Herrscher sich verpflichtet, die Ketzerei zu unterdrücken. Dass der Staat, das ausführende Organ, von Urteilen der Kirche gesprochen sein wird. Da geht es drum. Und da werden wir dann nächstes Mal in der 22. Lesung mit fortfahren. Bis dann. Maranatha. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name.
together.